Yo, was geht ab? Candy. So, wir sind wach und gehen jetzt zum Frühstück. Hallo, Baby. Hallo. Hallo. Das ist übrigens der Pool. Vom auf den Bildern sah das Hotel. Aber egal, wir brauchen keinen Pool. Oh, jetzt kommt die Sonne. Wir haben uns gerade angezogen. Wir haben recht lange geschlafen, aber ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Also, zeittechnisch. Ich war so, glaube ich, wann war ich wach? Um 8? Ja. Kurz nach 8. Laura um 7:30. Und jetzt gehen wir zum Frühstück. Schauen uns das mal an. Das ist unser Ganzkörperspiegel. Welcome to LA. Mega geil, wenn die Sonne rauskommt. Ich komme. So, schauen wir jetzt mal, wie hier das Frühstück aussieht. Oh, es gibt Waffeln. Stranger Things Waffeln. Joghurt, Milch. Ja, Saft. Toast, Muffins. Bagel? Falls ja, von wo? Ja, gibt's Bagel. Ah ja. Ja, machen wir. So, das Frühstück ist auf jeden Fall in Ordnung. Also die Auswahl, das ist so wie, als ich das letzte Mal in L.A. war. Also ich habe jetzt mir mal zwei Muffins genommen. Dann so ein Bagel, der riecht nach Zimt. Mal schauen. Und das hier ist das Allergeilste, was es gibt. Das ist zwar nicht von dieser Smuckers-Marke, aber Grape Jelly ist so geil mit Frischkäse drunter. Richtig gut. Und ich probiere mal Apple Jelly. Ja, und dann O-Saft. Und mal schauen, was Laura gleich hat. Die hat auch einen Bagel und irgendwas. So geil. Bagel mit Grape Jelly und Cream Cheese. Laura hat auch Bagel und Peanut Butter gibt's. Das ist doch was für dich. Ja. Wow, es sieht einfach aus, als würde ich nachts filmen. Es ist echt dunkel. Wir. Hast du den Autoschlüssel? Ah, okay. Oui. Und das Schild habe ich dran gemacht. Ja, wir resten. Ja, auf der anderen Seite steht See you at breakfast. Okay. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht und werden jetzt uns auf den Weg machen. Das ist jetzt um 10. Und übrigens, ich habe gestern noch den Vlog geschnitten und wollte ja eigentlich den Montag jetzt nur für die LA-Zeit Pause machen. Habe mich doch dagegen entschieden, weil ich den schon fertig hatte. Das heißt, der kam jetzt doch online. Also falls ihr zufällig gestern nicht auf meinem Kanal wart, würde ich da mal drauf gehen, denn da kam doch der erste LA-Vlog online. Da ist übrigens mein hübsches Bübelohn. Wir machen jetzt Los Angeles um sich. Oh ja. Yeah. Und guck mal, mach Knuffhänser, komm schon. Du bist so schön. Das ist übrigens das Hotel, in dem wir sind. Jetzt, oh, jetzt ist so geiles Licht, jetzt kann ich euch alles zeigen. Das ist das Hotel. Da ist unser Zimmer. Da. Wir müssen noch einen Spitznamen finden. Oh ja. Wie nennen wir. Oh. Wie nennen wir ihn? Gib ihm einen Namen. Oh. Was kann ich eigentlich? Ich bin der größte Tollpatsch der Welt. Washington Auto. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so fertig. Wir nennen ihn Fiesta. Lass uns ihn. Helmut. Nein, Helmut ist der Flamingo. Helga, komm. Ja, okay, das ist Helga. Ich dachte eigentlich, er wäre ein Mann. Dachte ich auch. Helge. Helge. Ja, okay, Helge. Das ist Helge. Ich wollte euch eigentlich den Namen vom Hotel zeigen, aber. Sehen wir gerade nicht irgendwie Bayman Inn? Okay. Ich überreiche dir. Hallo. Moin. Wir versuchen jetzt zu fahren. Zum Venice Beach zu gelangen. Ja, und wir machen jetzt mal ein bisschen hier ohne Navigation. Wir fahren einfach mal ein bisschen. Das ist so geil. Das Wetter ist so Bombe. Es ist so geil hier lang zu fahren. Oh, guck mal, hier ist Wendy's. Oh, auch ja. Mit Drive-Thru. Bei Wendy's habe ich auch noch nie gegessen. Ich auch nicht, glaube ich. Nee. Wir haben uns nämlich gestern noch meine LA-Vlogs angeguckt und die Food Diaries, die ich da gemacht habe. Warte, hier ist auf jeden Fall eine Tankstelle, das ist schon mal gut. Hier, da habe ich noch ein bisschen Angst vor von Tanken. Ich nicht.
aber Pet Boys. Auto. Ich fühle mal ein bisschen das Street. So. So. Welcome to Los Angeles. Angeles. So haben die das nochmal gesagt in London gestern. Aber das ist so geil. Oh, ich bin richtig glücklich gerade. Ramona Avenue. Ja, Mann. Peace. Cruisen, cruisen, cruisen. Obviously, I am so excited. Klasse. My twins to arrive here. Ja, wir sind übrigens, unser Hotel ist in, wie heißt es? Lawndale, Hawthorne. Ja. Es ist so 20 Minuten sind wir vom Flughafen gefahren. Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Lage, so wenn man Urlaub macht in L.A. So, ich meine, man muss sowieso überall hinfahren. So nach Hollywood, nach Downtown, nach Beverly Hills, zum Strand. Von daher, guck mal hier, rechts geht's jetzt nach Santa Monica. Da fahr ich jetzt lang. Ich fahr jetzt nach Schildern. Okay. Ich weiß, ich bin jetzt nämlich richtig mutig. Ja, das kam ein. Entschuldigung. Jetzt fahren wir auf die Autobahn, ne? Ja, das ist gut. Auf den Freeway. Interstate California. Dieses Auto ist voll geil einfach. Ich kann ja mal ein bisschen unseren Helge filmen. Ich bin sowas hier nicht gewöhnt. Das ist ein richtig geiler Helge, Alter. Käsebrot. Super sexy Film. Above the freeway. LAX Airport, da steht's. Guck mal, ich finde das hier ganz allein. Ich brauch einen. Wunderbar. Wunderbärchen. Ob diese Spiegel so genormt sind? Keine Ahnung. Weil mein rechter Autospiegel, Außenspiegel, ist ganz normal. Und mein linker, der da, ist gesund. Ist richtig, richtig nah. Das ist völlig merkwürdig. Schön. Guckt euch. Schön. Schön. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist so verrückt, ne? Ich finde das vor allem verrückt, dass du hier einfach alles so hast. Du hast komplett Downtown, dann Strand, dann Berge. Teilweise haben wir ja gesehen im Flugzeug, dass auf den Bergen Schnee ist. Mhm. Und hier ist aber quasi irgendwie voll warm und Sommer. Alles. Das ist völlig verrückt. Ah ja, hier eins. Mhm. Okay. Wir haben jetzt geparkt und sind jetzt gleich am Venice Beach. Ich drehe euch mal um. Okay. Hier sind wir jetzt gerade da. Ihr seht's, Venice steht auf dem Haus. Dann muss das auch hier sein. Hehehe. Ist ja wie New York hier. Guckt es euch an, Leute. Komm, wir gehen mal direkt vor. Zum Wasser. Komm, 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 komm. Oh, thank you. Ich möchte das nicht. Benutze mal dein Kamillespray, damit deine Color rausgezogen wird. Schön. Sand. Oh, wie cool. Übrigens, bin mit Axe mal wieder am Strand, weil ich es kann. Aber es ist eigentlich, es ist jetzt nicht so mega warm, also dass man jetzt hier mit Sandalen oder so rumlaufen würde. Von daher ist es geil mit Axe. Möchte ich kurz anmerken für alle, die sich beschweren wollen. Leute, wir sind am Strand. Oh, hier ist schön warm. Ja, das ist ein Vlog. Laufen wir auf dem Fahrradweg? Hier ist es schön warm. Ja. Oh, Strand. Strand. Ich fass es nicht. Schön. Hier riecht es nach Gras. Ja, hier riecht es wirklich nach Gras, aber mega. Seht ihr das da? Da ist, da wo das Riesenrad ist. Ich weiß nicht, ob ich gerade drauf zeigen kann, weil ich sehe es in der Kamera nicht. Aber da ist Santa Monica und da laufen wir jetzt hin. Schon ein ganzes Stück, ne? Das geht aber eigentlich. Wir laufen dann an den Läden lang.
Ja, wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Ja, korrekt. So, wir flanieren gerade hier am Venice Beach lang, bis wir irgendwann am Santa Monica Pier rauskommen. Mal schauen, was wir hier so auf dem Weg finden. Auf jeden Fall riecht es ultra nach Gras. Wir sind gefühlt schon die ganze Zeit halt doch. Jetzt gerade nicht, aber vor 2 Sekunden schon. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Ja, aber es ist schön hier. Hey Laura, wink doch mal. Womit ziehst du mich die ganze Zeit auf? Wir haben gestern halt die alten Vlogs geguckt aus L.A. Das ist ja schon 3 Jahre her. Ja, 3 Jahre her. Und da gab es halt noch nicht diese Selfie-Sticks und so, da sind halt gerade rausgekommen. Und da habe ich halt in dem Vlog gesagt, oh guck mal, da hat so eine Frau so eine Smartphone-Halterung. Und jetzt zieht Laura mich die ganze Zeit damit auf und sagt, ja, ja. Die ganze Zeit, ich hole jetzt mal meine Smartphone-Halterung raus. Okay. Guck mal, wir sind gleich da. Am Oh mein Gott. Das hätte böse enden können. Am Santa Monica Pier so. Wenn ich jetzt filme, muss ich trotzdem gucken, wo ich hinlaufe. Attention, please. Ich laufe nämlich gerade auf so einer Brüstung. Laura. Laura non c'è. Oh doch, Laura c'è. Gott sei Dank. So, wir sind angekommen. Auf dem Santa Monica Pier. Und ich sehe immer noch nicht, was ich filme wegen der Sonne. Aber da beschwere ich mich nicht. Dass die scheint, die alte. Nee, ich habe eine bis jetzt. Ich habe keine. Ja, dann müssen wir noch sammeln. Oh, geil. Das mache ich. Egal, was ich mir dafür kaufen muss. Schön. Die Smartphone-Halterung. Da ist die Achterbahn. Achtung! Das ist nicht kalt. Boah, krass. Oh Vanessa, was passiert hier? Was passiert hier? Ein Glück. Souvenir-Pennys, aber möchtest du auch hiervon? Die sind nicht so schön, finde ich. Ich hol mir 2. Ehrlich? Ja. Oder doch nicht? Es hat nicht geklappt. Guckt euch das an. Oha, guckt es euch an. Guckt es euch an. Was passiert hier? Changer! Amerikanisch einfach aus in eine Spielhalle. Der hat mir 2 Pennys geschenkt. Ehrlich? Ja. Ich so, ich möchte gern Pennys tauschen. Sagt er, wie viel brauchst du? 1, 2, ich so 2. Und dann hat er mir die gegeben und er so, stimmt. Ja, das ist doch nett. Das ist nett. Oscar, aus! Geht nicht. Das musst du hier reinlegen. Okay, wir spielen jetzt Mario Kart hier gegeneinander. Ja, okay. Oh, ich will Yoshi. Nein, ich will nicht Mario, sondern Mario! Oh nein, ich bin Mario, ich bin zurück. Oh, ja, egal. Scheiße. Oh nein. Jetzt fährt Laura doch Auto in L.A. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
mein Gott, oh mein Gott. So, wir sind jetzt gerade am Santa Monica Pier in so einer Mall oder sowas offenem. Und da ist Disney, da ist die Cheesecake Factory. Ich würde mal sagen, wir gehen hoch, weil oben ist ja das ganze Essen, weil wir haben jetzt ein bisschen Hunger, dass wir uns mal hier ein bisschen was einverleiben werden. Oh ja. Oh yeah. That's what we're gonna do. Essen. Was sonst? Hä? So, wir essen jetzt hier was. Laura hat einen Wrap. Der sieht mega gut aus. Ich habe einen Smoothie und ein Burrito. Guten. Good Appetit. Good Appetit. So, wir haben uns jetzt gerade Frozen Joghurt geholt. Ey, das sind voll geile Sorten vom Frozen Joghurt. Ich habe grüne Apfel, Raspberry, nee, Strawberry Kiwi und Raspberry. Mega geil, halt voll viel Zeug drauf. Und Laura kommt gleich. Zeig mal deins. Laura, es ist aber voll leer im Gegensatz zu meinem. Ups. Hallo. Hallo, hallo, hi, Bans. Wir sind jetzt wieder unterwegs mit Helge. Helge on Tour. Wir drei. Wir sind ein Dreier gespannt. Alle drei zusammen. Und wir kommen gerade durch Santa Monica. Ja. Hallo, nicht so laut, Bus. Nicht so laut. Übertönst Helge. Hier waren wir gerade. Hier ist so dieses Shopping Center, ne? So? Ja. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zum Hollywood-Zeichen. Nach Hollywood. Was sagst du dazu? Ich finde das cool. Aber ich will vorher bei einem Supermarkt anhalten, weil ich gerne mir ein Getränk kaufen ja, möchte. Ja, das habe ich auch gehört. Da ist Vanessa. Hey. Hat das Auto einfach so was, wo man das aufziehen. Quasi aufziehen könnte? Ein Spielzeugauto. Sieht richtig scheiße aus. You ain't getting. Push my whip in back in black, I'm shining, saying rest in peace of my sky. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire. Da ist, oh toll, jetzt stehen die Autos davor. Da hinten ist es, da fahren wir hin. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Kannst du auch was? Nein. Tue ich, aber ich sehe nicht, was ich filme. Ah, da. Ah, da ist es irgendwo. Da fahren wir jetzt hin. Your family could be in danger. Toxic smoke can travel through cracks in the walls and even Beverly Hills. Right now, lease the all new BMW X3 X Drive 30i for as low as $499 a month. See a Southern California BMW Center today for details or visit SoCalBMW.com. BMW. Ich hätte gerne was zu trinken. Guck mal, wie die Straße quasi heißt. Ah, da fehlt nur ein A. Wir sind jetzt hier und wir sind voll schöne Häuser. Jetzt ist ein Hump, Achtung. Da ist das Observatorium, von dem aus man das, ach, das ist auf Deutsch Zeichen sieht. Guck mal, Los Angeles Zoo. Cool, weil wir ins Zoo. Alter, guckt euch mal diese krassen Bäume an hier. Ja, hier ist schön. Solche Bäume habe ich ja noch nie gesehen. Boah, wie alt die wohl schon sein müssen. Aldi.
krass. Ich hab einen Huberbund. Hier steht aber Humps auf dem Boden. Ja, da Humps. Ja. Observatory closed Monday. Ist jetzt nicht wahr. Aber willst du da rein? Nee. Dann ist egal. Eigentlich nicht. Da ist eh nur mit Sternen und so. Ja, nee, das ist mir egal. Boah, krasse Häuser hier. Ja, wäre schon geil, hier so zu wohnen, so mal ab und an. Muss ja nicht für immer. Feriendomizil. So, hi. Nach einer kleinen Rundreise. Also wir sind jetzt hier am Hollywood Sign und wollten halt zum Observatorium hoch. Das hat zwar heute zu, aber wir wollten halt trotzdem hoch, um diesen Blick aufs Hollywood Sign zu haben. Und dann sind wir halt hier unten an den Parkplätzen vorbeigefahren, weil wir halt möglichst weit hoch wollten. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch gefilmt hatten oder nicht. Oh Gott, es ist richtig anstrengend, gerade zu reden beim Laufen. Ja, aber dann sind wir halt weitergefahren und plötzlich waren wir am Observatorium vorbei. Und das waren halt so voll diese so Serpentin-Straßen. Und die sind wir gefahren und gefahren und gefahren. Und man konnte halt auch nicht drehen. Und dann haben wir halt irgendwann gesehen, dass das Observatorium schon voll weit hinter uns lag. Was eigentlich nicht unser Plan war. Und dann sind wir irgendwann wieder ganz unten rausgekommen und sind nochmal hingefahren. Hier habt ihr schon mal so eine kleine Aussicht. Ja, und jetzt haben wir halt dort geparkt. Da ist die Lora. Da ist Downtown. Hier können wir überall gucken, aber das sehen wir gleich nochmal besser. Und jetzt werden wir diesen Fußmarsch zum Observatorium hochlaufen. Und gleich kommt dann dieser steile Berg. Wir haben ja die Vlogs gestern geguckt und es sieht einfach im Vlog so ultra nicht schlimm aus. Aber es ist so voll steil. Oh Gott, das ist auch schon steil hier. Vor allem, wenn man dabei redet. Okay, wir marschieren jetzt mal da hoch übrigens. Da seht ihr diese Kuppel. Das ist das Observatorium. Sieht einfach voll nicht weit aus. Ja. Okay. Genau, und hier wollten wir dann halt gerade eigentlich links hoch. Ist aber gesperrt, wie ihr seht. Und dann sind wir halt rechts gefahren und dann plötzlich ist man dann nicht mehr hingekommen. Und dann waren wir, weiß Gott, wo irgendwo da hinten am Arsch der Welt und sind dann komplett wieder runtergefahren. Also wir sind heute sehr viel gefahren. Es ist jetzt übrigens hier kurz vor 6 abends. Ja, ungefähr eine Stunde geht die Sonne unter, aber dann haben wir auf jeden Fall das Hollywood-Sign noch gesehen. Oh Gott, warum laber ich eigentlich so viel? Ich habe gerade einen Rockstar getrunken, also ein Energy. Und das hatte ich gestern auch schon, als ich einen getrunken habe. Da fange ich nur an zu labern. Gehe Laura richtig auf den Zeiger. Und bin einfach nur am Labern. Und das ist jetzt gerade der Fall. Hallo Hund. Okay, Leute. Da oben ist jetzt das Observatorium. Hier ist der besagte... Lol. Er sieht wirklich einfach aus, fast wie eine gerade Straße in der Kamera. Das werden wir jetzt besteigen. Und ich bin richtig aus der Puste, weil ich die ganze Zeit laber. Ist wirklich so. Und Scheiß in der Kamera. Es sieht einfach aus, als wäre das so ein Weg mit so 5 Grad Steigung. Und in echt so fast 90 Grad, ey. Ja, ist so. Um Gottes Willen. Okay, drunter gehe ich aber nicht. Klar, Mann. Runter rollen wir. Legen wir uns hin und rollen einfach. So muss man hier laufen. Oh Gott. Halleluja. Oh, Hilfe, Baum, Hilfe. Okay, Laura. Bist du bereit? Das ist Observatorium. Und jetzt komm her. Komm, komm, nicht nach rechts gucken. Komm mit, komm. Okay, guck. Schön. Ja. Hey. Jetzt so langsam die Sonne untergeht. Ja, Mann. Da ist es. Nur krass, wie nah ich da ranzoomen kann, als würde ich davor stehen. Oh. Oh, jo. So, wir haben jetzt hier einmal voll die geile Aussicht über komplett LA. So, boah, voll geil. Und da, hinter diesem Baum, ist Downtown. Ich zeige euch das gleich mal. Da. Nice. Das, Laura, das ist die schönste Aussicht, die man haben kann. Und auf Lauras Kopf ist Downtown.
Hey, auf deinem Kopf stehen Hochhäuser. Ja, ehrlich. No joke. So, ich zeige euch das jetzt mal. Also hier ist halt das Hollywood-Sign. Hier ist das Observatorium. Und wir sind ja von hier hochgekommen. Und da diese... Oh Gott, ich sehe überhaupt nicht, welche Film. Ah, jetzt. Hier diese Straße. Die sind wir dann hier runtergefahren. So, komm... Boah, seht ihr diese Mücken? Komplett hier runter. Und dann nach ganz da hinten, bis wir irgendwann wieder ganz unten waren. Ja, jetzt geht die Sonne übrigens langsam unter und da ist einfach dieses Hollywood. Guck mal, wie viele Mücken hier sind. Siehst du das, Laura? Ja, hab ich gerade schon gesehen. Krasser Scheiß. What is happening? In dem lila dann wir regieren. Jo, sieh so. Das macht ihr ja echt schön. Okay, Leute, wir haben jetzt unseren Abstiegspoint gefunden. Ey, es sieht wirklich nicht steil aus. Es ist so fucking steil. Ich habe auch jetzt echt ein bisschen Schiss hier runter. Ich versuche es trotzdem mal mit Kamera. Well done. Hier stolper ich vielleicht direkt so. Okay. Nein. Oh nein, scheiße. Ich komme, um dich zu retten. Oh Gott. Ey, ich schwöre, wenn ihr das seht, ihr denkt euch so, boah, warum stellen die sich so an? Aber oh Gott, es ist richtig, richtig steil. Ich wünschte, ich könnte das euch zeigen. Aber, also ich zeige es euch, aber sieht nicht so aus. Ich mich nicht. Soll ich vor und dich in case auffangen? Cool. Nee, nicht was, ich muss erst einen vor den anderen. Einen vor den anderen. Okay. Ich habe Angst, dass man einfach so rutscht dann, ja, weil dann kann man sich bestimmt nicht mehr fangen. Ich schwöre, ihr denkt euch bestimmt so, was ist falsch bei denen. Mach das doch nicht so schnell, bitte. Du musst mich doch festhalten. Komm mal zurück. Im Ernst? Ja. Ich wollte diesen Weg nicht gehen. Ja, aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Da müssen wir ganz zurück wieder. Kannst du dich nicht irgendwie an meiner Schulter festhalten? Ich glaube, das ist einfacher. Okay, jetzt machen wir eine Bolognese. Eine Bolognese hier runter. Okay, warte, dann nimm die Hand. Ich glaube, das geht auch. Ja, so ist gut. So, dieser Vlog geht jetzt 3 Stunden, weil wir circa 2 brauchen, um hier runter zu gehen. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Trotzdem noch steil, aber es geht. Und gleich sind wir da unten und dann maulen wir uns. So auf der Straße, so beim Stolpern oder so. Ich glaube, wir sind auch 1,5 Stunden. Ja, das kann gut sein. Und wir fahren gleich wahrscheinlich noch zu... Oh Gott, In-N-Out. Ja, wahrscheinlich. Ich habe Hunger. Ja, willst du zu In-N-Out heute? Ja, okay, cool. Was meckerst du denn? Oh, wir sind so richtig mutige Menschen. Ja. Dick Alert. Was? Dick Alert. Das ist aus einem Lied, das ist nicht von mir. Das ist von Drake. Ja. Was ist denn der dicke Lord? Voll fancy hier. Machen Demi-Party. Okay, Leute, jetzt kommt das Ganze am geilsten Urlaub. Was? Das Geilste am ganzen Urlaub. Ich bin durch. In-N-Out, wir sind bei In-N-Out. Und wir haben das fast direkt am Hotel, ey. What the fuck? Okay, Taste Test. Ich will wissen, wie du es findest. Das ist halt ein Burger. Ein Weißen. Fick dich. Okay. So, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Wir waren ja noch was essen, waren dann noch kurz was einkaufen, Wasser. Und jetzt sind wir im Hotelzimmer. Ich werde jetzt den Vlog schneiden. Mir geht's gerade voll schlecht schon die ganze Zeit. Also seit wir am Hollywood-Sign waren, ich habe so, oh, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, voll Schmerzen beim Atmen. Jetzt werde ich den Vlog noch schneiden, damit er morgen pünktlich online kommt und dann gehen wir schlafen, oder? Ja, ich gehe mal duschen. Ja, und ich schneide meinen Vlog. Ja. Also, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wie fandst du den Tag? Cool. Girl. Ja. Ich auch. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss. Peace out.